So, meine Damen und Herren, sind wieder zurück bei Total War Warhammer 3. Weiter geht's mit dem Live-Let's Play mit... Ich klicke mal schnell Angriff, ne? Ist super laut. Mit Balthasar. Balthasar Geldsack. er kann immerhin Bücher umwandeln in Gold. Wir nehmen das ein und dann überlege ich mir, ob wir mit Cathay ein paar Sachen tauschen. Das Ziel hauptsächlich ist, dass wir die Marionetten der Zwietracht hier killen. That simple. Wenn die nämlich weg sind, hat Miao Ying nicht mehr viel zu befürchten im Norden. Dann können wir uns irgendwo anders hin verkrümeln. Auch zwei Türme, ne? Ich glaube, hier war ein guter Eingang. Normalerweise. Hellstorm Rocket Battery! Hand Gunners! What? Was steht da noch? Oh, die Panzer. The Empire endures! By Ulrich's Wrath! Marching for the Emperor! Halberdiers! Hand Gunners! Ich habe den Eindruck, dass die nicht so happy sind. Wir sind eigentlich ihr Chef. Sie können hier theoretisch einfach reinfliegen. Das ist völlig random. Ich suche mal den Chef. Fliegen einfach drüber. Ich habe den gar noch nicht ausprobiert. Ne? Ich weiß nicht, ob der cool ist oder nicht. Aber ich befürchte, die weichen sofort aus. Ich frage gegen Mera einen. Das ist, wenn wir hier einfach reinfahren. Ist das eine Idee? Get up there! Go! Awaiting orders! Climbing the walls, sir! We are Sigma's heirs! We are climbing the walls. Yes! March as one! Giddy up! So, wo ist der Chef? Ready for war! For Helgenhammer! Wenn man sich mal El Jefe tut. We serve the Emperor! Sehr geil, awesome. Sigma calls! Der könnte ein Problem werden. Sigma guides us! Show us the foe! Yes, sir! Yo, wir sind alle geschmolzen. To battle! Sigma guide our fire! And gunners! The Empire endures! Form a ring of steel! For Heldenhammer! Yes, sir, quickly! What do you bid? Quickly! To battle! Nochmal da drauf, kostet nur noch 10. Hand Gunners! Form a ring of steel! Halberdiers! By Ulrich's Wrath! We obey! War! I am prepared! Ja, aber er ist nicht prepared. Dass er weggezaubert wird. Okay, Kollege, da muss ich aber mal aufpassen, weil wenn du den kaputt machst am Ende des Tages,
Dann habe ich das auszubaden. Also mach mal einen ruhigen hier, ja? Ja, das ist genau das, was ich wollte. Bloß nicht durch das offene Tor gehen, Jungs. Denke, ist tot. Den, den du genommen hast und da gegen den Boden geknallt. Das ist aber eine Vermutung meinerseits. Würde ich jetzt mal sagen. Also, sicher bin ich mir nicht. Ich muss mit Mutlach halt mal fragen, die da auf dem Boden liegt. Ready for war! Yes, my lord! Look to the stars! Take the ground! Yes, quickly! Oh, der bufft die. Der Aura. Ja, und den nächsten noch zu Stein, würde ich meinen. Der Zauber ist, dass er 145 Intensität hat, halt wirklich einfach insane. Also das ist abnormal. Was wir uns da boosten mit diesem einen Gebäude. Macht Tod mehr Sinn? Kostet nur 10. Ob ich das Brettspiel Risiko gespielt habe? Ja, das habe ich früher gespielt. Quick march. Stabil sogar mit meinem Freund. I am Master of Shannon. Wir haben das an unserem Familienspielabend gespielt. Oh cool, habt ihr Familienspielabende? Das ist mega geil. Was macht er da? Ah, ja, dann halte die fest. Wenn er beschossen werden kann, müssen wir besser. Ja, das ist etwas Cooles, wenn man das mit der Family noch hat. Ich finde das schön. Engineer! Dann kennst du wahrscheinlich auch Siedler von Catan, ne? Wahrscheinlich spielt ihr dann auch mal Hotel. Zurzeit immer seltener. Ja, das kenne ich. Ja, kommt. So, jetzt ist es so, ne? Ihr könnt euch jetzt für 20 Sekunden nicht bewegen.
Problem, ärgere dich nicht. Und Risiko ist bei euch sehr beliebt. Ja, Risiko dauert einfach sehr lange. Also kommt drauf an, wie du spielst, aber. Ich habe mich entschieden, alles tot zu zaubern. Ist eigentlich eher gegen Einzelziele gedacht. Wingspan auch gar nie gespielt. Das habe ich nie gespielt. Kenne ich gar nicht. Sagt mir auch nichts. For Heldenhammer! No lingering! Engineer! Now for a lohnt sich mehr. Was sich die Gelegenheit mal bietet, tue ich das nur. KI weiß alles. Laden wir nach. Sigma calls. Astromancy. What? Bleib mal stehen, raus, Troller. Spielen wir mit Troller gegen NPCs oder richtige Spieler? Geht beides. Aber ich spiele am liebsten gegen NPC. Ich mag das Szenario, wo ich dann irgendwie etwas einnehme und gegen die KI kämpfen und so. Ganz entspannt. Ich habe früher gerne so kompetitive Strategiespiele gespielt. StarCraft habe ich sehr, sehr lange gespielt. Sehr intensiv, aber kompetitive Strategiespiele sind sehr schwitzig. Also fühlt sich an wie Arbeit. Ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann. StarCraft hat es nach einer Woche abgegeben. Ja, man muss dir einfach ein paar Strategien zurechtlegen. Je nachdem, was du halt spielst. Wenn du Zerg spielst, gibt es halt Early Zerglinge. Super easy. Du kannst auf Mutas gehen, also Early Mutas. Dann baust du in der Regel gleich eine zweite Basis und holst relativ viel Gas. Ich überlege schon seit langem mal Let's Play von StarCraft zu machen. Weil die Kampagne ist mega geil. Handgunners! Take position! Shields up! The portents sight chaos! For Heldenhammer!
Wäre eine gute Idee, oder? Ja. Ist eine gute Idee, oder? Ah, es flieht schon alles. Es flieht, das ist das Einzige, was noch lebt. Licht. Ja, das war die Schlacht. Würdest du dich auf YouTube ansehen und wenn du streamst auch? Ja, ich würde es wahrscheinlich wie das Meister als Live-Let's Play machen. Es ist immer eine schöne Doppelverwertung. Ich kann gemütlich streamen und die Leute, die den Stream verpassen, weil sie im Urlaub sind oder was anderes machen und so, die holen das einfach auf YouTube nach. Alle haben was davon. Uff, alles gelöscht. Keeper. Strategy beyond compare. Great Imric will crush your little empire. I will not fail. I am the blood of the die vorherrschende Macht zu werden. Who calls? So, wir bauen hier auf und dann tauschen wir das gegen das hier. Vielleicht. You summon me. Aber Sieg mit 15 Verlusten? Ja, es wären fast 16 gewesen. Den Witz habe ich schon mal gebracht, aber ich finde ihn trotzdem noch lustig. Munition, ja, passt. Das passt. Ist gut. I am ready. I am ready. Militärunterstützungsgebäude geben halt auch keine Kohle, ne? Gut. Also die Bedrohung da oben im Norden hat sich damit erledigt. Welcome to my private study. Ich würde eigentlich am liebsten würde ich ja bedrohen und einfach versuchen durchzudrücken, aber es geht nicht. Konföderiere mit mir. Zusammen werden wir eine goldene Rose sein. Weg mit der Kreatur. Ja, das schaffst du ganz bestimmt. Nur ganz fest dran glauben. So, damit ist er Geschichte, oder? Oder hat er noch was, wo irgendwie? Do not waste my potential. Ulrich's will. Do not waste my potential. Good. No. So, nehmen wir alles mit. Also, Kira. Oh, wenn die Glück haben, rutscht er gleich wieder rüber. Irgendwie? Irgendwo? Warum? Ah, weil sich Karl Franz da gerade drum kümmert, ne? Gather. A fine day back. Oh, Karl. Bring death. Franzi, Mann! Was ist, wenn wir mit ihr ein Militärbündnis eingehen? Bring me law and lost wisdom, and I shall treat with you well. Also komm. Wir machen zuerst den hier. Und dann mal unter Schutzbünd, dann machen wir den noch. Was ist, wenn ich hier Flensburg gebe und dafür
greife mit mir noch die Pockenmacher an. Ich versuche das mal. May the Empire. Okay, jetzt ist das noch weiter runtergerutscht. Das war eine ganz schlechte Idee. Northmen come. For Verena and Nuln. Ja, damit ist Flensburg jetzt auch weg. Ich habe was versucht. Ich hatte die Hoffnung, dass wenn ich ihr das gebe und sie dafür mit Kugath auch noch im Krieg ist, dass sie so viel Schiss kriegt, dass sie zu mir kommt. Everything dies. Der Plan ging aber mächtig nach hinten los. Ja, das Imperium scheint sich gerade selber zu stabilisieren. Let us move. The nation calls. Haben wir einen dabei, der Mobilität steigert? Nein, machst du mal Mobi. Raise Sigma! Yes, a sound plan. Fine! Ist noch so weit hinten mit deinen Panzern, oder? Master Engineer! Uiuiuiuiui! Mal durch oder so. Also ich muss aber auch gestehen, ich kriege es auch sehr gemütlich an gerade, ne? Also wir hätten schon viel mehr machen können. Wir hätten eine Armee aus dem Boden stampfen können und da was versuchen können. Be at peace. So tribal fury. For Verena and Nuln. Ich weiß nicht, wo er noch überall rum sitzt. I trust our dealings will bear. Ja gut. Dann ist das Imperium jetzt wenigstens dahingehend mal vereint. Ich hätte ihr das nicht geben sollen, das andere. Ich gebe mich jetzt ein bisschen. Wielder of the Pale, Elspeth von Draken. Ja, sie rutscht jetzt noch weiter weg. Dragon, by I win ready to Tribesmen gather. Ja, selber schuld. So gierig. Die Gier hat mich bestraft. Yes? By Sigma's right. Nee, das reicht nicht. Ob das ärgert. Ach komm. Let us move to strengthen the empire. Hätte ich doch. Okay. Dann noch eine Armee. Dismissed. Let us begin. Nee, echt jetzt? Gallimus, dankeschön für den Prime. Vielen, vielen Dank, Mann. Dankeschön. Hallöchen. Auf entspannt. Fahren wir rein, töten einfach schnell alles. Gut. Ich weiß eh nicht, wie der das schaffen soll. Wie will er mich besiegen? Great swords! Mortar! Taking aim! Balthazar Gelt! Moving faster! Formation march! Kann ich den Zauber eigentlich überladen und dann... Ah, dann kann ich den ganzen Bereich gefangen nehmen. Auch nicht schlecht. The Empire
Dankeschön für 30 Monate. Hallöchen, Hallöchen. Ist cool, dass ich so eine ganze Fläche gefangen nehmen kann, wenn ich den Zauber überlade, ne? Das heißt, wir müssen... Also, es kann aber zu Kontrollverlust führen. Also, es kann auch schief gehen. Du kannst den Zauber, wenn du Doppelklick machst, kannst du den überladen. Besteht aber die Gefahr, dass er schief geht, dann fügt sich der Magier selber Schaden zu. Wenn man ihn aber überlädt, ist er eine stärkere Version. Und so können wir den ganzen Bereich nehmen. Wenn wir jetzt aber hier zum Beispiel Erdung, dann haben wir Grundchance auf Kontrollverlust minus 15. Das heißt, die Chance, dass wir es überladen und dass das schief geht, sinkt. It is time. The struggle against. Setzen Sie das bitte. Master Engineer. Mehr Geld. Immer mehr Geld. To the provinces. Wir drücken hier mal schnell die Korruption, obwohl die Korruption drückt ja so oder so schon insane. So, wir haben wieder normale Kontrolle hier. Reservengrube. Wundschläger. Mache ich jetzt doch zum Attentäter. Da sind noch ein bisschen viele drin, ne? Friends of the Empire, come. Er kämpft nicht mit den Skaven oben. Speak. Interessanterweise. It is time. On march. To the provinces. Devourer of light. The great outdoors. Also jetzt eingenommen, aber Truppen verloren. Yes, King Louis Leoncoeur. Yes, my. Also Sarelion, du kriegst das penumbrische Pendel jetzt. Verbessert. Ein Schüler und ein Vagabund. Ein Fährmann, keine Ahnung, irgendwas. War's schon. Also so wie sie aussieht, hat Karl Franz das Imperium wieder einigermaßen unter Kontrolle. Die Nordlande, da geht's gerade mächtig schief. Beziehungsweise die Nordlande ist schon weg. Ah, warte, hat er jetzt Krieg? Führt er jetzt Krieg? Kriegen die Skaven? Himmel, Herrgott. Ich will die Nordmänner halt nicht verlieren, ne? Die hier. Die Hellebardiere. Ich kann mich hier aufstellen, da kommen die Geschütze hin, hinten die Musketenschützen. Zack. Die kann ich hinten hinstellen, muss ich niemanden an der Grenze hinstellen. Alles, was rankommt, machen wir einfach Stopp. Bis dahin und nicht weiter.
hinten fertig ist. Mich sogar hier hinstellen, wenn ich will. Das ist halt literally genau das, was wir machen. Ready for war! Also stell die hier hin, die kommen hier hinten hin, die laufen dann hier rüber. Ready for war! Taking position! We serve the Emperor! We are Sigmar's heirs! Das einzige Problem ist, dass er noch ein mächtiger Zauberer ist. Also gehen wir da mal voll drauf. Zaubern den bösen Buben aber mal schnell weg. Wir haben die stärkere Magie. Wir haben vor allem mehr Magie. Nein, 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 Kacke. We are Sigmar's heirs. Das tut alles weh. Hat das Pendel gelernt? Dann ist ja noch ein weiter Weg zur Meistermagie. Nein, du hast auch schon den Schatten. Wie heißt das Ding, das sich so zusammenzieht? Was sich so, sieht ein bisschen aus wie ein Auge, bildet sich und dann zieht das alles zusammen. So Schatten. Schattenloch. Du hast meine Fressluke auch. Aber um Schaden zu machen tatsächlich. I trust them. Moment, nein.
I will marshal the men. Hier, Schattengrube. Das penumbrische Pendel hast du halt schon voll. Bei dir kostet das penumbrische Pendel halt jetzt nur noch 7. Das ist der Trick. Der Trick, die Idee. Ready. What does the Emperor bid? Ringing Bedlam. Take what's theirs. Ich hätte so gerne mit ihr konföderiert, aber es funktioniert jetzt natürlich gar nicht mehr. Who calls? Komm, wir bauen die Armee jetzt auf. Dauert zwar ein bisschen, aber dann machen wir dafür, ne? It is time. Blitzschlag. Das ist nicht mehr, was ich bei den anderen Magiern machen soll. Ihr habt eigentlich alles. Ich schalte euch jetzt auf automatisch skillen. Müsst da echt nichts mehr machen. Schon okay. I am ready. Are you? Do not waste my potential. By the comet. Wir rennen einfach und holen uns das, dass ich das, weil ich kann es aktuell nicht schenken, ne? Nein, wir brauchen das sogar. Ich muss das und dann das einnehmen. Feasible, perhaps. The nation calls. That will work. Wind of Shamon, I will. Den Rest können wir lassen, wir machen nur noch dich hier. Ja, wir gehen nur noch auf diplomatische Beziehungen mit dem Imperium. Ah, dafür brauchen wir auch die noch. Ja, das ist zu viel des Guten, sorry. Baukosten. Ah, Bewegung. Oh, 5% Bewegungsreichweite. Das, ja, klar, nehmen wir das mit. Natürlich. Die rote Festung. Kann ihr die rote Festung nicht geben? Also bei Jin darf 320 Mietz. Ich weiß nicht, ob wir bei Jin kriegen. Ich bezweifle sehr, dass wir bei Jin kriegen. Eine Himmelslaterne könnten wir hier machen. Warum können wir hier keine Himmelslaterne machen? Ich will doch eine Himmelslaterne haben, hallo? A most thoughtful strategy. Also theoretisch könnte sie das ja noch ausbauen. Dann würden wir eine Himmelsschunke kriegen. Das ist ja das, was ich eigentlich will. Instrument of the Divine. Ja, Wieseland. Wieseland kann bei Nullen fast gar nicht. Nein, okay. Du hast trotzdem mal, aber es ist ein bisschen komisch, dass hier gar nichts drin ist jetzt. Das ist schnell. Von Draken. Ja, von Draken. Nehmen wir eine ganze Armee, bitte. Yes. Kämpft eigentlich Karl auch gegen. Greetings, ja. Fellow heirs of Sigma. Wielder of the Dark Clouds gather. A fine. Also sie hat ja theoretisch ein Schutzbündnis mit mir, ne? What?
Idee. Erklären ihm jetzt den Krieg. Militärisches Bündnis. So, dann muss sie mit. Jetzt seht ihr, dass das runtergegangen ist, ne? Wenn jetzt gegen die noch Krieg führen. Jetzt führen wir gegen die Skaven hier oben Krieg. Und auch gegen ihn. Elspeth von Draken. Und das muss sie jetzt auch, ne? Ich brauch Gortek und Felix nicht schon. Greatest. For Verena and Nuln. Jetzt werden wir dann gleich sehen, was er hier macht. Why, of course, ob er auf Flensburg geht oder nicht. At your command. Oh, warte. Verdammt. Ich habe die andere Armee noch vergessen. Oh nein. What does the Emperor bid? Ja, er sollte eigentlich angreifen. Nein, jetzt kommt er vor mir da an und dann nimmt er es. So ein Idiot. Ja. By the comet. Not that Nurgle Herald. Yes, a sound plan. On march. Into battle! Wir gehen übers Wasser. Oh, das sind zwei. Bin ich gespannt, ob das halten kann. Ja, warte mal schnell, das sollte es werden. Mr. Snake. Wissenland can wait. Our meeting can. Nett. 11 haben wir jetzt bei ihr. Tribesmen gather. Vielleicht kommt's ja doch noch. I am Prince and Emperor. How to proceed? Oh, das finde ich aber nicht so gut, dass du jetzt den hier hast, ne? Krone. Das könnte zu einem Problem führen. Warum hast du eigentlich Festung Sol? Die solltest du nicht haben. Bellaco? Mein Gott, was ist mit den... Oh mein Gott. Da drüben geht's gerade in die Binsen. It is worthy. What? A step too far. Moving off. Ja, wir gehen da jetzt zurück. Wieso denn? Entschuldigung. The Empire. Kann das wieso denn nicht zuordnen? Amethyst Guardian. Master Engineer. Sigma guides us forth. By the comet. Yes, my lord. Geht doch auf mich los hier. Wir nehmen einen Monster. Wir sind ja Erhabene. Könnte ich mich noch einen Ticken zurückziehen?
Wir kämpfen das, ich hab Lust. Ich weiß nicht, welches Monster du meinst. Ich bin überfragt gerade. Oh, die habe ich gar nicht gesehen, die großen. Wizard of Death. Ja, wert. Sehr gut. The ground quakes! Demigriff Knights! Demigriff Knights, oh, sehen die gut aus, majestätisch. Das Monster, das gefährlich für mich ist. Achso, ja, es sind also die zwei Armeen, die sind halt gefährlich für mich. War. Yes. Ah, die Krone, ja, die, weil die Krone die gesamte Armee stärker macht, und zwar ziemlich viel stärker macht. Die neue Krone, die es gibt in dem Spiel. Weiß nicht, wie die heißt. Etwas mit N. Und Korn hat die Krone. Nemesis Crow, Nemesis Krone, genau. Genau die. Ey, Krähenschmaus ist nach wie vor noch so stark, weil Krähenschmaus sich auf alle Feinde auswirkt. Sich weiter in Stücke. Schaden! Moving! By Ulrich's wrath!
to serve. Demigriff Knights. Ich weiß nicht, ob ich die nochmal raus und wieder reinreiten lassen soll. Das. The ground quakes. Judge! Sigma guides us for the Emperor! Judge! Fatality! Don't miss fire! Great Death Machine! Demigriff Knights! General! Ich muss gestehen, ich habe die Demigriff Knights stärker in Erinnerung. Die stinken gerade schön ab. Vorne, wann habe ich den dann nach vorne geschickt oder nochmal? Was passiert gerade? Jetzt flieht dann gleich alles. Oh oh. Verlieren das? Bitte was? Okay, die Demigreifreiter sind gar nicht mehr so gut. Fürchte, wir müssen uns zurückziehen. Ja, die mit den Hellebarden. Alles raus. Ja, auch dich. Ja, man nach der Niederlage, aber ich bin ein bisschen enttäuscht von den Demigreifreitern. Das war ja wirklich absolut schlechte Performance. Könnte aber auch daran liegen, dass wir gegen Nurgle kämpfen und Nurgle sehr viele Lebenspunkte hat und die Rüstungsdurchdringung, die wir haben, nichts bringt. Okay, Maktova ist tot. Maktova ist ja aber unsterblich, dachte ich, ne?
Genau. Er gibt ja auch einen Schluck Blut und gut, wie das gut. Das wird helfen, ja. I will marshal the man. Ja, marshal the man. Instrument of the Divine. To battle! Wir müssen hier gleich die Stellung wechseln. Master Engineer. You're a pretender. Celestial General. A step too far. Yes, that will do. By the comet. Ich muss den wegmachen. Mich nervt es, dass sie das nicht annehmen geht. Aber ich glaube, das kann sie nicht richtig. Das mal Bewegungsreichweite. Ich glaube, sie kann da nicht richtig laufen. Weil das die, also das Spiel verbietet ihr das eigentlich. Ne? Die KI sagt, also sie darf da nicht durch. Das ist das, was ich vermute. Geld kann was? Refill? Nicht Geld selber. Das ist der Himmelszauberer hier drin. Der hier mit dem Himmelsorden himmlische Weissagung. Dafür brauche ich 375 Bücher. Das kann ich nur alle 8 Runden machen. Das ist nicht er, sondern es ist der Magier. Praise Sigma! Naja, wir versuchen das trotzdem hier mit den Demi-Greifen. Große andere Wahl habe ich nicht. Die Fraktion allgemein ist der App trotzdem. Ja, ja, also was er mit, mit der Magie machen kann, ist wirklich abartig. Da bin ich völlig bei dir. Das ist gestört. Warum geht das wieder hoch, Schatz? Orders heeded. All right. Ich verstehe nicht, wie Korn das schafft, also da wieder da verlieren kann, das ist krass. Er hat eine, ist mit einer nicht vollen Armee ist er dahin. Dark clouds gather. A fine day beckons. Und das ist auch etwas, was ich nicht verstehe. Sie hat. Also, das ist die einzige Armee, die sie hat. Mehr hat sie nicht. Sie hat nur diese Armee. Und sie will trotzdem nicht kommen. War unceasing. Ich meine, really? You will be sacrificed. I trust our dealing. Das schmeiß ich mit auf den Tisch, wenn ich deine Siedlung haben will. Wer die Blauen sind, die Zwerge sind die Blauen. Also auf der Map meinst du wahrscheinlich. Die Zwerge sind die Blauen. Karas Akarak. My inventions serve the Empire. This will bolster the nation, the Empire. Sigma compels us. ...70 Runden und die haben immer noch keine Himmelsschunken und so vorzuweisen. Einkommen aus Handelszahlen. Ich weiß gar nicht.
Der Hauptmann des Imperiums wurde verwundet. Ah, weil er so viel Schaden gekriegt hat, wurde der verwundet. Ja, lol. Ja, zum Glück war er Stufe 20, ne? Das wäre sonst abenteuerlich geworden. Nein! Nicht da, Iska! Geh zurück in dein scheiß Haus! Du isst mich mal, das. Depp. What does the Emperor bid? Da ist nichts los. Ja, komm. So, ja, zwei Terrorbeben müssen da drin. Oh, hallo. Alter, Verwalter. Friendship is more valuable. Minus 30. Was berechnet die KI da zusammen? Sie hat eine Armee, nahezu keine Siedlungen mehr. Sie ist zwar geschützt von Karl Franz, aber sie kriegt ja selber nichts auf die Kette. Nichts auf die Kette. Wielder of the Pale Scythe. Be at peace for that. Lord of the... I am the blood of Gilles. You come to Brito. Clever. Boss of bosses. Naja, ist wie es ist. Also. Jetzt ist die Armee ready, jetzt würde ich sagen, Gemma. Bis mein Spion jetzt hier. Wir machen das so. Assassine. Ja, ich habe zwei, die geskillt sind in die Richtung. Tools of Judgment ready. Mal kurz gucken, was da dann noch drin ist, bevor wir da finally hingehen. Also rekrutieren wir den global noch schnell. Tut dir fast schon weh, dass ich dann die Ritter hier mitnehmen muss, ne? Bin ich fast schneller, wenn ich hier was schnell rausstipitze. So. Pioneer of progress. Battle preparations, troops. Ja, behauptet er, dass seine Mann auf der Nähe lage. Let me take a look at you. Ja, ich habe eine Idee. It is time. Yes, my lord. By Sigma's right. Also wir gehen hier hin, dann gehen wir hier drauf und dann holen wir die berittenen Staatstruppen noch und dann machen wir hier halt eine berittene Truppe draus. Also eine wirklich vollständig berittene Truppe. Dafür müssen wir aber in der nächsten Folge das hier angreifen und hoffen, dass wir reinkommen.
Das werden wir tauschen müssen. In irgendwelche Sachen hier. Ich habe aber die leise Befürchtung, dass das nicht reichen wird. The Empire. I am innocent. General. Ein Scheißdreck geht sie jetzt angreifen da. Ja, der Panzer ist fast tot. By the comet. The city of smoke is poised to lend you its might. Kreuzung des Drachen. Würde sie jetzt nehmen. Würde sie mir Wang Chang dafür geben? Echt jetzt? Attention! Instrument of the Divine. Okay, wir könnten das hier nehmen, ja, dann so langsam durch. Wahrscheinlich, weil so viele Militärgebäude drin sind, das gleiche, was wir übrigens hier machen. Wenn ich hier das dann gebe, dann könnten wir das gegen das tauschen. Dann hätten wir so hier eine Snizer-Runde. Wenn wir uns das hier noch holen, dann splitten wir ihr Gebiet. Ich will eigentlich das und dann hier so durch. Das ist meine Idee. Also ich habe mir da hinten schon was überlegt. Da Karl Franz hier einigermaßen zurechtkommt und wir versuchen können, hier dann was zu machen, ne? Ja. Aber wir müssen in der nächsten Folge hier rein. Aber ich bin sehr zuversichtlich. Das ist nämlich die Armee, mit der wir schon sehr viel geschafft haben, ne? Gut. Das ist machbar. Wenn ihr es auf dem Let's Play Channel guckt, Like da lassen, Kommi da lassen, ihr wisst, wie es funktioniert. Und in der nächsten Folge geht's weiter. Freue mich drauf. Ich habe, und by the way, ich habe gesagt, wir werden hier mit dem Imperium ein bisschen eine längere Kampagne machen, weil die Kampagne von Frau Draken, Elspeth von Draken, ja nicht so lange gegangen ist. Da habe ich ja recht schnell gespielt. Und hier dachte ich mir, lassen wir uns Zeit. Wir werden auch noch zu den Salvenkanonenpanzern kommen. Ich bin sehr gespannt, wie sich die spielen. Also eine. Das ist einfach der Imperiums-Run, wo ich mir jetzt mehr Zeit lasse. Das ist die Idee dahinter. Gut, like, Kommi und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann.